Jo Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute, Freunde, gibt es einen Style-Check für einen Ashraf. Ashraf sollten die meisten ja von euch kennen, ist der Owner von 6PM. Und heute habe ich mir gedacht, mache ich einen kleinen Style-Check von ihm. Ich habe mir drei Outfits rausgesucht. Ein älteres, ein ja, etwas aktuelleres und ein sehr aktuelles. Und da hat man natürlich auch so die Style-Entwicklung dabei. Finde ich auf jeden Fall sehr nice. Und ihr werdet auch merken, dass er sich stark entwickelt hat vom Style, natürlich im positiven Sinne. Ja, dann würde ich sagen, bleibt bis zum Ende dran. Kommentiert gern, wie ihr Ashraf Style findet. Und dann würde ich sagen, okay, let's go. Ja, Freunde, starten wir gleich mit dem ersten Outfit. Das Outfit ist von 2018. Er trägt hier seinen 6PM OC Sweater, den er damals rausgebracht hat. Ganz cooles Teil. Die Shorts erkenne ich hier nicht. Dann die Schuhe, Nike, passend zu den Socken, die er übertrieben weit hochgezogen hat, also wirklich auf Fußballer angelehnt hier. Wenigstens hat er nicht Adidas-Socken angezogen, aber das Outfit ist auf jeden Fall ganz cool. Auch noch eine Brille, die er ja auf jeden Fall zu der heutigen Zeit immer noch oft trägt. Also jetzt nicht die, aber allgemein Sonnenbrillen. Dann hat er noch eine silberne Kette. Ja, das Outfit ist auf jeden Fall ganz okay. Nichts Weltbewegendes, ist jetzt aber auch nicht scheiße und zu der Zeit war das auf jeden Fall, denke ich mal, ganz cool. Ihr werdet aber auch sehen in den späteren Outfits, dass er sich sehr stark entwickelt hat. Kommen wir zum zweiten Outfit und ihr werdet auch merken, dadurch, dass 6PM mehr Erfolg hat, kann er sich natürlich auch Sachen leisten, die sonst nicht möglich wären. Wie wir das auch hier auf dem Bild erkennen, trägt er eine Ice Out Rolli. Am linken Arm hat er dann noch 3-4 Cartier-Armbänder, die roundabout, denke ich mal, auch so 10-15k kosten werden. Das merken wir auf jeden Fall schon, dass er da gut in die Tasche greift, wenn es um seinen Style geht. Dann noch die Louis Vuitton One Millionaire Brille, echt cooles Teil. Dann das T-Shirt, basic schwarzes T-Shirt oder ein T-Shirt von 6PM, vielleicht von der Logo Fall Kollektion. Kann aber auch jedes x-beliebiges schwarzes T-Shirt sein. Dann sehen wir noch seine 6PM Velour Hose, die hoffentlich irgendwann mal noch droppen wird. Finde ich sehr nice, weit geschnitten. Ist auf jeden Fall ein richtig nice Piece. Und dann noch die Louis Vuitton Trainer, einer meiner Lieblingsschuhe. Ich finde die Silhouette richtig nice und die All White gefallen mir sehr gut. Hier sehen wir auf jeden Fall schon, dass er sich mit seinem Style sehr stark entwickelt hat, auch was hier die Accessoires angehen. Muss ich sagen, echt top Outfit. Ja, da kann man nichts aussetzen. All Black, noch mit der Velour Hose, noch ein Akzent gesetzt. Muss ich sagen, 1A das Teil. So, Freunde, kommen wir jetzt zum letzten Outfit von Ashraf, das ist auch sein aktuellster Post. Auf dem Bild hat er einen blauen Louis Vuitton Sweater an, mit dem Louis Vuitton Logo in weiß eingenäht. Dann die Misbehave Shorts, die ich auch in meinem Top 5 Shorts Video erwähnt habe. Sehr nice Teil. Dann die Nike Sakai, mega nice Teile. Plus weiße Nike Socken zu den Accessoires. Ashraf trägt hier wieder seine Louis Vuitton Silberbrille, eine goldene Kette, seine Cartier-Armbänder und seine Iced Out Rolli. Dazu hat er dann noch eine runde Louis Vuitton Umhängetasche, die für die Frauen ist, also die ist in der Frauenabteilung. Ja, da merkt man auf jeden Fall auch, dass es von den Amis langsam rüberschwappt, dieser ganze feminine Style von Gunner und so mit den Frauenhandtaschen. Ashraf hier auch mit einer Frauenumhängetasche, ist aber ganz cool. Ja, das Outfit ist top gelungen. Wenn man da rüber swipet, sieht man dann das zweite Outfit. Da hat er ein Misbehave Sweater an und der Rest ist gleich. Misbehave, echt coole Marke. Und hier merkt man auf jeden Fall seine Style-Routine, sage ich mal. Er trägt meistens die Nike Sakai in weiß plus die Louis Vuitton Trainer. Beides sehr nice Schuhe zu den Marken, meistens natürlich 6PM. Plus sehr oft Misbehave erkennt man auf seinem Instagram. Misbehave scheint eins seiner Lieblingsmarken zu sein. Und obviously Louis Vuitton. Louis Vuitton auch ganz oben mit dabei. Muss sagen aber auch zu Recht, Louis Vuitton echt gerade gut am Rasieren, die Marke. Ich muss sagen, dass mir die Outfits von Ashraf allgemein immer gefallen. Klar gibt es da immer Kleinigkeiten, die es da auszusetzen geben, aber allgemein finde ich die sehr nice. Und auch sein Instagram-Feed
ist sehr außergewöhnlich und ja, 1A. Diese random Bilder finde ich sehr cool und allgemein, ja, wie er das Ganze aufbaut, finde ich sehr nice. Ja, abschließend zu Ashraf Style kann man sagen, dass er sich in den letzten Jahren sehr stark entwickelt hat, was natürlich auch mit dem Erfolg von 6PM zusammenhängt, da er sich natürlich dadurch mehr Sachen kaufen kann. Aber man muss auch natürlich sagen, dass Ashraf Ahnung hat und einen coolen Style hat. Und dann würde ich sagen, war es mit dem Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Style haltet. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Peace.